Hier sehen wir schon, dass hier 15 Fleisch eingelagert worden sind. Und 50 müssen wir haben. Ja. Zack, bam. Ah, und hier wurden jetzt Steine abgeholt. Einmal vom Kaiser. Na gut, das ist doof gemacht, weil ich so schräg gemacht habe. Schräg gebaut habe. Aber er kommt schneller hier durch. Okay. Aber wenigstens sieht es schön aus. Das ist die Hauptsache und wir haben schon 10 Einwohner oder insgesamt 10.000, nicht 10.000, 1.000 Einwohner, die dann schön Steuer zahlen. Ja, noch 23 Fleisch und dann wäre es ja auch erledigt. Hier stapeln sie auch ein oder zwei hoch, noch höher. Ah, und er holt sich gerade sein Fleisch ab. Er bräuchte hier einmal Fleisch, was er sich geholt hat. Das ist eine mittlere Hütte, aber er braucht hier wieder Wasser. Und hat sich am Brunnen welches geholt. Oder? Nee, doch nicht. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4 leerstehende noch. Aber momentan möchte ich hier eigentlich nicht so viel dazu bauen. Keine 2, 3 Sachen, weil wir haben hier nur begrenzt Bauplatz. Und ich habe keinen Bock, dann alles wieder abreißen zu müssen oder sonstiges. Denken wir mal, wir werden hier auch nochmal Holz farmen müssen, Holz abbauen müssen. Dabei stören uns sicherlich die wilden Tiere, weil die verstecken sich gerne in Wälder. Ja. Später im freien Spiel können wir hier über die Karte oder ich glaube sogar in Mission ja natürlich auch den Handel anfangen und dadurch kriegen wir auch wieder mehr Geld rein. Entweder kaufen wir uns Waffen oder verkaufen Waffen. Was ja auch eine sehr schöne Strategie dazu gemacht ist. Ja. Dann wollen wir hier erstmal ein bisschen nochmal weiter spielen. Hier sieht man auch, dass der Stein dann etwas weniger wird. Kommt drauf an, wie viele Steinhütten man hat. Ich bin so ein kleiner, bei diesem Spiel war ich so ein kleiner Cheater. Also ich habe keine Cheats benutzt, aber wenn ich mir eigene Karten erschaffen habe, habe ich immer eine Seite nur mit Stein gemacht, so einen Kartenrand. Der andere nur mit Holz. Die eine mit Rohstoffen und die eine mit Flüssen, etwas dickere Flüsse, weil dazu können wir Wasser holen. Dazu kommen wir aber auch später nochmal. Ich kann ja mal ein kleines Special machen und dann Dings erstellen. Eine neue Karte und die zum Download vielleicht sogar bereitstellen. Kommt drauf an, ob ihr das auch wollt. Ich glaube, hier setzen wir doch noch mal eine zweite Fleischerei daneben. Außerdem kriegen wir dann ein bisschen mehr Steuern. So, Straßen gibt es später hier. Aber Statthalter, was wünscht ihr nun zu erforschen? Hier kann man dann verschiedene Sachen erforschen. Forschung begonnen. Viehzucht. Und unten steht dann Fleischgewinn. Was? Fleischer gewinnt 50% mehr Fleisch. Das hört sich gut an. Kostet 250 Denare und 6 Zeit beansprucht das.
Hier haben wir dann nochmal eine ganze Übersicht an allen Erforschten. Oder hier schnellere Erforschung. Alphabet, das hätten wir machen müssen. Eigentlich geht man dann von links nach rechts, aber ja. Wir machen erstmal und erforschen etwas. Bei 50% mehr Fleisch ist doch auch schon was. Obwohl, wir können die jetzt einmal abreißen. Aber das mit der Zeit finde ich ist etwas neuer. Dass das dauert. Egal, jetzt haben wir Geld da investiert und der ist ja jetzt gleich auch fertig. Aber nachher werden wir ein bisschen mehr forschen müssen, weil, ja, was machen wir so mit der Zeit? Das ist eher so langweilig, wie wenn man nichts zu tun hat. Für euch ist das sehr wahrscheinlich langweilig. Ich könnte hier rumsitzen und weiter Kaffee trinken, was ich auch die ganze Zeit schon mache. So sehen die Hütten nochmal von außen aus. Die mittleren Hütten zahlen dann 6 Steuern. Und wenn wir uns dann hier einmal die Liste angucken, kriegen wir Einkünfte 21 Denare, kriegen wir hier dann pro Monat oder was das denn dann rein. Statthalter, eure Mission ist ein Erfolg. Boah, Statthalter, Stein und Fleisch werden nun sicher in der Stadt gelagert. Hab ich mich jetzt gerade erschrocken, ey. Seid gegrüßt, Bürger. Der Stein eures Dorfes wird nun zügig nach Rom geliefert. Doch der Vorrat ist nicht endlos und wir müssen vorausschauend planen, denn irgendwann geht uns der Stein aus. Eure Wilden arbeiten gut und werden auch gute Bürger sein, die Rom statt Stein mit Steuergeldern versorgen. Baut euer Dorf zu einer Kleinstadt aus. Gebt ihnen Schutz und Kleidung. Macht Römer aus ihnen. Ja, wir haben wieder zwei Darlehen im Wert von 5000 Denare zur Verfügung. Das ist, wenn wir nochmal darauf einzugehen, ist mir gerade eingefallen, dass ich darauf noch nicht eingegangen bin. Das ist dann eher dafür da, wenn wir kein Geld haben, ab einer gewissen Minussumme können wir ein Darlehen beantragen oder so generell. So, erziele Wohnungswesen, große Hütte, 5 Stück und 50 Stein. So, spielen. 16 Stein haben wir. Hier arbeiten dann immer 2 Stück. Haben wir hier noch Hütten für die? Ja, 4 Stück haben wir noch. Dann würde ich sagen, dass wir hier nochmal hier Stein. Statthalter, Immigranten erreichen die Stadt. Die Viehzucht wurde erforscht. Aber Statthalter, was wünscht ihr nun zu erforschen? Einmal das Alphabet, um 10% schneller zu forschen. Später, wo ich dann alles durchgespielt hatte, hatte ich mal auf Cheats probiert gehabt, obwohl ich eigentlich nicht so der Cheater bin, aber ich glaube, als ich mein erstes GTA hatte, habe ich einmal gescheatet oder öfters. Ah, hier sehen wir schon gleich, hier kommen wilde Tiere an. Die müssen wir einmal abwehren. Statthalter, wilde Tiere greifen unsere Bürger an. Wir sollten Wachtürme errichten, um sie zu beschützen. Statthalter, Gefahr! Wilde Tiere greifen unser Volk an. Das ist nicht so gut, da leidet manchmal die Zufriedenheit runter. Es wurden Berglöwen zwischen den Bäumen gesichtet. Statthalter, die Wachmänner berichten, dass sie ihren ersten Löwen erlegt haben. So, das reißen wir einmal ab und setzen den etwas mittig hin. Damit auch keiner entkommen kann. Das
Alphabet wurde erforscht. Also, Alphabet wurde erforscht. Ich kann auf Straßen fast überall hin, wo ich hin will. Toll. Darauf müssen wir mal achten, auf die Arbeits- und Freizeitzeit. Und darauf müssen wir auch achten, dass die Sonne scheint wieder. Dass hier dann auch Bürger, das ist das Doofe, dass die nur in bestimmten Radius wohnen können. Weil sonst haben wir ganz schnell Arbeitslose. Hier sind zum Beispiel zwei Stück. Das sind hier diese Wachen. Für die setzen wir dann hier auch nochmal zwei Häuschen hin. Wo passen die? Eins, zwei. Machen wir drei, dann gibt es ja auch noch ein Wasser. So, und hier einer, der kümmert sich dann um frisches Wasser. Hier richtig alles angeschlossen. Ja. So, machen wir mal so, dann sieht es ein bisschen symmetrischer aus. Wehe uns! Die Götter blicken sicher voller Verzweiflung auf unsere respektlose Stadt herab. Naja, die wollen, dass wir dann nochmal Tempel errichten. Aber können wir momentan leider nicht erbauen. So, die wollen jetzt auch noch, dass wir Tunikas, also brauchen wir jetzt eine Flachsfarm. So, möglichst platzsparend sollte man die ja errichten. Sobald hier Leinen produziert wurde, können die Weber es einsammeln, um Tuniken daraus zu weben. Überschüssiges Leinen wird in Lagerhäuser gebracht. So, gucken wir einmal, ob wir noch einen Arbeitslosen haben wir hierbei. Da würde ich sagen, kein Brunnen, sondern genau so. Wir wollen ja hier ein bisschen platzsparend arbeiten. Das milde Wetter sorgt für ein angenehmes Klima in der Stadt und bringt die Menschen zum Lächeln. Das sind zum Beispiel gute Nachrichten, die er gerade verbreitet. Ja, das heißt, das wirkt sich auch positiv auf unsere Zufriedenheit aus, wenn wir hier gucken. Externe Ereignisse, mildes Wetter, kriegen wir da plus 2, da können wir wieder Löhne hoch runtersetzen. Dann kriegen wir mehr Steuern, aber wir bleiben eher neutral hier und wollen die nicht verärgern. Auch wenn wir da ganz schnell wieder regeln könnten, sollten wir es nicht machen. Wie weit kommen die eigentlich, um Wasser zu holen? Ja, da können die noch Wasser holen. Ja, ich will da hier nichts abreißen. Ich brauche hier einen Handel, und zwar einen Flachshandel. Ein Tunika-Laden. Nix Flachshandel. Aber erstmal wieder einen Kaffee einschütten. Und dann können wir ja vielleicht noch was. Statthalter, was wünscht ihr nun zu erforschen? Ich würde sagen, die Mathematik. Steuereinnahmen werden um 10% gesteigert. So, Stein haben wir jetzt bald auch nochmal zusammen.
wir das hier sehen. Ja, noch 4 Stück, dann haben wir hier alle Steineinnahmen. So, hier haben wir schon wieder 6 Stück, die auf Arbeit warten. Aber momentan habe ich hier leider keine Arbeit für die. Die sind hier auch alle schön mit Straßen verbunden. Ja. So, die werden dann hier so geformt. Boah, wie lange ich das Spiel schon nicht mehr gespielt habe. Bestimmt 2-3 Jahre nicht mehr. Aber das macht übelst Fun, finde ich. Wenn man dann so richtig spielt, hier als kleine Stadt noch nicht so sehr. Ah ja, sie nehmen sich ja auch schon Fleisch weg. Theoretisch könnten wir ja hier eine kleine Verbindungsstraße bauen. So, alle gehen dran. Gut. Ich würde dann sagen, dann bauen wir hier nochmal eine kleine Verbindungsstraße. Ich weiß nicht, ob der auch Wasser hier drin lagert irgendwann. Hier auf jeden Fall noch nicht. Oh, 123. Ja, 120 Fleisch. Monate Nahrung. Hier können wir das auch sperren. Für bestimmte Sorten, damit die nicht hier... Statthalter, die erste unserer großen Hütten wurde errichtet. Nur 4 fehlen noch. Ja, das ist gut. Dass hier nicht zu viel eingelagert wird. Es gibt nämlich Sachen, die zu viel da sind. Zum Beispiel jetzt hier wie Fleisch. Dass das Ganze hier nicht mit nur Fleisch eingeliefert wird. Wurde erforscht. Gut, so haben wir ein bisschen mehr Steuereinnahmen. Und dann gibt es hier noch was zu erforschen. Aber Statthalter, was wünscht ihr nun zu erforschen? Nehmen wir ein Bauwesen. 10% schneller über den Straßen. Das ist ja auch schon mal was. Nicht wundern, dass das so ein bisschen huckelt. Das ist ganz normal von diesem Spiel. Außer Dick Story ist hier wieder dran am Spinnen. Das ist zum Beispiel bei Anno so. Deswegen haben die letzten Parts so ein bisschen gehuckelt. Anno 2070 meinte ich. Aber da muss ich auch mal wieder aufnehmen. Aber dazu brauche ich erstmal Fraps. Muss ich mir noch Fraps holen. Das dauert noch so eine Zeit lang. Nicht. Ach komm, setzen wir hier auch noch mal einen Tunikaladen hin. Und setzen wir hier noch mal 4 Hütten erstmal hin. Aber ganz schön nah am Wald, finde ich. Nicht, dass irgendwelche Löwen kommen. Berglöwen. Aber man kann unsere Stadt hier schon prächtig ansehen. Schön viel gebaut. Wie viele Hütten haben wir denn schon? Hälfte? Na, fast. 2 Stück. Hier sehen wir auch schon mal eine große Hütte, die ist schon etwas stabiler. Wenn wir hier die kleine Hütte sehen. Wir brauchen mehr Unterhaltung in dieser Stadt, wenn ihr mich fragt. Na gut. Kleine Hütte haben sie hier nicht mehr, oder? Nee, kleine Hütte war nur ein bisschen Stroh an der Seite. Das ist schon Stöcker. Und hier haben wir schon eine große Hütte, die 9 Stöcker.